schickt denn da gerade seine Einheiten? Das ist Jerevan. Ach du lieber Schwan von Jerevan. Oh, scheiße, sorry. Kein Ding. Jo. War gerade zufällig ganz okay. Ich warte jetzt. Die orthodoxe Ostkirche, wir verbreiten sie. Ja. Irgendwie müssen wir noch nach Vadislok mit unseren Missionaren, merke ich gerade. Ist nur eine Weltumsegelung, aber sonst ist kein Problem noch. Kann doch mal machen. Wie lange braucht ihr dahin? Wir gehen mal. Ja, also so 14 Runden muss ich schon mit rechnen, aber okay. Jetzt erstmal den Inquisitor drauf ansetzen auf Montreal. Man muss ja schließlich auch mal gewisse Grenzen setzen. Sag mal, war Montreal eigentlich ein Stadtstaat? Nee, ich glaube, der gehörte Onondaga. Also in den Irokesen? Ja. Sind das die Kanadier oder was? Nee, Irokesen. Mal eine Frage? Ja? Ich kaufe alles, was ihr verkaufen wollt und mir mehr Zufriedenheit bringt. Ich weiß nicht, was ich verkaufen kann. Das, wovon ich mehrere Einheiten kann ich dir durch Docker, glaube ich, geben. Mhm. Aber ich habe nichts mehr. Ich habe dir schon den Großteil gegeben. Oh nein, jetzt bin ich in zwei Unzufriedenheit. Ich find's nett von dir. Danke. Aber ich kann dir jetzt nicht helfen, die zwei. Also ich kann jetzt nicht wirklich viel tun. Okay, Problem. Ich produziere gerade zwei paar Stadien, das heißt. Die kommt wieder. Ja, und Dedon wird bald auch seinen Widerstand brechen, das heißt, dann kann ich ein Gerichtsgebäude bauen. Doch so. Bald, eines Tages, werden sie den Widerstand brechen. Ja. Damit sage ich Amen. Amen. Und bald schon wird Prag den Widerstand niederkehren. Hey, meine, Einheiten sind fast tot. Norwegischen Ski-Infanteristen, die halten eigentlich schon sehr viel aus. Ja, das liegt daran, weil die Infanterie noch ein bisschen mehr aushält als die Kavallerie tatsächlich. Kann die auch Damage machen? Ja, machen sie auch. Okay, eine Einheit werde ich jetzt dann verlieren, aber ich habe ja noch Gatlins, es kommen dann noch. In zwei Runden kommen noch Freibeuter dazu und eine Artillerie ist auch schon auf dem Weg. Du machst es dir aber auch nicht leicht mit dem Städteerobern, oder? Nee, ich mach's. Phil hat einmal gezeigt, wie es gehen sollte, wie man effektiv Städte einnimmt und ich zeige, wie man sie nicht effektiv einnimmt. Ah, aha. Muss ja auch gemacht werden. Ja, natürlich, also. Gut, dafür wäre ich eigentlich schon zuständig. Ich meine, ich musste meinen Krieg abbrechen. Naja. Wie man gesehen hat, Krieg führen kann man nicht bis zum unermesslichen Unbegrenzten. Ja. Da ist halt irgendwo ist die Grenze gesetzt. Kann die Einheit eigentlich hier hinschicken? Boah, die laufen doch alles zusammen. Die laufen alles zusammen. Das Schöne ist, dass ich sack viel Geld für die. Ich will eigentlich Prag nur haben, damit ich dann meine Straße nutzen kann, die ich denen gebaut habe. Nice. Ich will gerade eigentlich nur die Zufriedenheit steigern, damit sich meine Bürger vermehren. Hey, wir haben Stuff erforscht. Jetzt bin ich bei minus 4 Uhr Zufriedenheit, weil die wieder Hunger leiden. Oh Gott. Mensch, die sollen nicht die ganze Zeit verhungern. Was wollen wir als nächstes erforschen? Ganz einfach. Einen Moment. Ich weiß es noch nicht. Normbauteile bzw. Eisenbahn. Normbauteile. Moment. Jerevan marschiert gerade in Prag ein. Davon weiß ich nichts. Was? Normbauteile? Ja, da bin ich dabei. Jo. Wir müssen die Ketzerei entfernen. Achso, wir haben ja keine Ketzerei zu entfernen.
Jetzt habe ich einen Inquisitor, der nichts zu tun hat. Der ist arbeitslos. Was machen wir mit arbeitslosen Inquisitoren? Das ist ja echt nicht mehr schön. Zieht einen richtigen Rattenschwanz nach sich. Was führe ich jetzt ein? Gute Frage. Ich brauche eigentlich was für Zufriedenheit. Auch eine gute Sache. Yay! Yeah. Möchten wir Krieg gegen Wutzentan führen? Nö. Ich bin nett. Ihr habt die Luftfahrt entdeckt. Gut, die Luftfahrt hätten wir entdeckt. Jo. Jetzt muss ich mal schauen, weil wenn der Rekrut jetzt da drüben ist. Weil Potenzial in Amerika irgendwas zu stehlen, ne. Ist ja nicht absehbar, sondern es ist mies, schlecht. Aber es gibt ja noch England. Gehen wir nach Oxford. So. Aber ohne Daga, das sieht immer noch so scheiße aus wie nach dem Krieg von vor, ich weiß nicht wie vielen Runden. Das ist jetzt aber auch schon ein bisschen her, wo wir den geführt haben. Ja gut, aber es sind die Irokesen. Sind die mit dem ja, nicht ganz wenigsten Punkten, aber sie gehen in die Richtung. Nur Gustav Adolf hat weniger. Wer war denn das eigentlich? Das war Schwede. Ah, okay. Ja, und was ist euer Plan so? Sorgen dafür, dass meine Bürger nicht so hart verhungern. Die Kehrseite von Polen, die Bürger hungern. Brauchst du eigentlich irgendwas für deine Zufriedenheit? Ich? Ja. Warte kurz. Räucherwerk. Räucherwerk, Trüffel, Räucherwerk. Silber, Silber, Silber. Silber. Entweder Räucherwerk oder Silber. Das kann ich dir nicht anbieten. Was ich habe, sind halt Wale und Wein. Ja, okay. Ja gut, kannst mir auch was davon geben, glaube ich. Ja, doch. Ich rate jetzt mal ganz blöd ins Blaue, aber die Städte, die am ehesten Hunger leiden, sind wahrscheinlich Warschau, Manila und Sidon. Nö. Nicht? Stettin, Breslau. Stettin und Breslau, wo sind die? Stettin, ah ja, okay. Ja. Jo. Oh Gott sei Dank, jetzt bin ich endlich wieder positiver Zufriedenheit. Tut mir nicht alles gerne. Dänemark teilt Hilfspakete an Polen und Russland aus. Und führt nebenbei noch Krieg gegen Prag. Ja, die Dänen, die sind voll das Multitasking-Talent. Ich habe schon immer gewusst, Dänemark ist eine Frau. Ey. Okay, der Metalismus ist... Jetzt hast du meine geheime Identität verraten. Ja, sorry. Ja, die anstehende Sitzung. Bitte stimmt alle gegen das Embargo gegen mich. Ich stimme gegen... Ja, noch ein paar Runden. Ich stimme gegen alle Embargos, vor allem das Stadtstaat-Embargo. Kostet mich jedes Mal ein halbes Vermögen. Oh ja. Das hat mir auch ist es echt extrem. Muss ja sogar ich sagen. Ja. Die Stadtstaaten kannst du jetzt eigentlich nur noch platt machen. Eben. Aber irgendwie ist der Rest der Welt gegen uns. Ja. Naja, in Prag ist es ja so, dass der Metalismus und der und die orthodoxe Ostkirche. Oh, die Einheit überlebt noch. Das war geil, das war geil. Du wolltest irgendwas zum Metalismus sagen, jetzt habe ich geschaut.
ja, die orthodoxe Ostkirche und der Metallismus sind ja in Prag vorherrschende. Ja. Religion. Soll ja auch so sein. Der echt schön ist. So, nächste Runde, komm. Was bauen wir hier? Ach. Machen wir Polizeiwache, kann nicht schaden. Erlassen Embargo. Ach scheiße, die gibt's ja schon, die. Wir durften gar nichts abstimmen. Es ist doch erst. Ja, aber wir dürfen ja nichts abstimmen. Also wir dürfen abstimmen, aber wir dürfen keine Sachen vorschlagen. Das ist das Problem, was ich damit habe. Ja, das sagt natürlich derbst. Einmal Mobilität. Mobilität. Und dann Küstenräuber und dann schicke ich mal meine Freibeuter. Meine Freibeuter. Richtig schön mit Ö. Ja. Ich hätte eher mit EU gesagt. Das ist französisch Dialekt. Freibeuter. Ja, Mann. Noch ein Musiker, noch ein großes Werk erschaffen. Ach, das Gott sei Dank, das Gerichtsgebäude ist in zwei Runden. Wie silberne Perlen schienen meine Tränen. Doch mit den Jahren haben sie sich blutrot gefärbt. Wow. Dieser Text hat mich so berührt. Wow. Eigentlich nirgendwo mehr wirklich was bauen. Hä, wo ist mein großer Musiker hin? Hat ja super funktioniert. Okay. Orenburg. Ich such mal mit, wo der Musiker ist. Ja, du kannst ihn vergessen. Mir wird er nicht angezeigt. Ist anscheinend schon weg. Also ich dachte, ich hätte noch einen großen Musiker, dann hatte ich einen großen Schriftsteller plötzlich noch und der große Musiker, der war plötzlich wieder nicht da oder so. Ganz komisch, also. Weiß auch nicht. Oh. Ich muss jetzt so drauf drücken. Da kommen die Geschosse her. Volle Möhre auf die Stadt hier. Metal, deine Artillerie, die kannst du ruhig ein Feld weiter zurücksetzen. Die Weltkriegs Artillerie kann über zwei Felder schießen. Beziehungsweise ein Feld nach links. Aber mit den Bergen wird das doch wieder relativiert. Das geht, ja, dadurch hast du halt eben eine bessere Sicht als in der Ebene, weil von der Ebene aus wirst du von den Feldern her, wenn du in der Ebene bist und direkt vor dir ein Hügel ist, dann hast du wieder eine voll eingeschränkte Sicht. Ja. Ja. Also sehe ich doch dann eigentlich gar nichts. Ja, nach links ist ja doch auch noch Hügel. Wenn ich nach links gehe, bin ich auf der Straße. Ja, Straße, Wald, Ebene, Hügel. Ach so, meinst du das? Ja. Okay, ich verstehe. Ja, Phil hat recht. Phil hat recht. Nein! Ich habe kein Silber mehr von dir. Dein Boot ist langsam im Arsch. Welches? Ja, ich weiß nicht. Fregatte, glaube ich, ja. Ach, die ist noch am Leben. Ja, aber nächste Runde nicht mehr. Das kann ich dir versprechen. Deswegen schicke ich ja auch meine Freibeuter hin. Als Verstärkung. Mhm. Wieso kann ich hier nichts mit Nahrung bauen? Wo denn? Ja, wegen Tundra. Ich habe schon gemerkt. Ja, das macht es nicht leichter. Ja, bau mal eine Bank. Bank ist immer gut. Oh Mann. Was? Alter, what the fuck? Was haben die Stadtstaaten denn heute alles gemacht? In der Runde geht's ja richtig ab.